Guten Morgen. Der Patschi und ich, wir sind heute schon alle auf einer Wanderung. Ich wollte nämlich noch ein bisschen Vögel beobachten. Da drüben ist die Vogelinsel, von der aber von hier aus leider kein Zugang hat. Aber da baue ich jetzt mein Spektiv auf. Es ist 7:30 Uhr. Ziemlich ruhig. Eine Stimme von irgendeinem Wasservogel, ganz kurz und kräftig, weiß ich aber nicht, wer das ist. Na, gehen wir wieder zurück. Es ist kalt, unglaublich. Ja, und mir steht jetzt eher der Sinn nach einem Kaffee und einer Brezel. Na, schauen wir mal. Da kommt die Schleiereulen, dass sie in der Nacht fleißig geflogen sind, sehe ich auf meiner Plane. Sie haben auch immer fleißig abgekackt. Und der Eichelhäher, was schimpft mit der jetzt so? Dann nochmal der Altmühl. Jetzt geht es nach Gunzenhausen und dann geht es hinunterwärts. Und ich hoffe, in Gunzenhausen kriege ich einen Kaffee und eine Breze. Die Nacht war toll. Am Abend noch das Erlebnis mit den Schleiereulen. Ein Traum. Patschi hat gerade gefrühstückt. Trockenfutter hat er übrig lassen. Und ich freue mich jetzt auf den Kaffee und die Breze, die ich mir in einem Kaffee geholt habe. Innen schaut es wild aus. Da ist die grüne Tasche da hinten. Das ist Proviant da drin. Leichte Sachen, die schweren sind am Rad. Und Patschi schläft. Jetzt darf er dann aber mitlaufen wieder ein Stück. Da sehe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Störche. Jemand hat mir erzählt, dass er 30 Störche auf einen Fleck gesehen hat. Und vorhin, ich glaube, hinter dem Mais ist noch mal ein ganzer Schwarm. Wir sind gerade durch Kleinlellenfeld gekommen. Die Ortsdurchfahrt Großlellenfeld ist gesperrt, aber da müssen wir ja gar nicht durch, weil wir dann hier weiterfahren. Und jetzt sind wir gerade ganz oben und es ist wunderschön hier. Toller Rundumblick. Was die Wolken machen, wird sich im Laufe des Tages dann rausstellen. Und hier halt Mais. Da oben kreisen die Milane. Ich denke mal, das ist Milan Zimt. Weil unten der Bauer einen Traktor ackert und da denke ich, da ist die eine oder andere Maus für die Fünfe dabei. Da geht es für uns jetzt weiter. Es hat also wirklich kein Auto, kann man sagen. Die Richtung dürfte dann hier sein. Um 12 Uhr läuten, fahren wir nach Wassertrüdingen ein. Guck mal, da ist so eine schöne Schutzhütte und ein Wasserhahn. Aber ob der geht, probieren wir es aus. Ach, das sind die. Ja, ja, da müsste man sowas dabei haben. Okay. Es geht in die Altstadt. Ein öffentliches WC sehe ich gerade.
Die haben Spaß, die Täubchen. Es ist das perfekte Vogelbad, der Brunnen. Mit dem schönen Rathaus. Aber wie ausgestorben, ist kein Mensch da. Das nehmen wir für die große Pause. Es ist so schön hier. Und da sind wir so ungefähr 20 Kilometer vor Dinkelsbühl. Geht bergauf und bergab, aber oben hat man schöne Aussicht und runterfahren freut ein Ohr. Hinter auf Kirchen ein kleiner Überblick. Da gibt es auch ein Limeseum, Römerpark Ruffenhofen. Aber da fahren wir jetzt nicht drauf. Ich glaube, so 10 Kilometer sind noch bis Dinkelsbühl. Da machen wir noch mal ein Päuschen. Da unten an der Lacke, da stehen auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Störche, sehe ich da. 7, da links außen noch einer. Also viele Störche gibt es hier. Es ist aber auch eine wundervolle Natur. 5:30. Wir sind in Dinkelsbühl. So malerisch das Stadttor. Aber leider Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster umfahre ich und fahre an der Stadtmauer entlang. Jetzt hatte ich mich echt verfahren in Dinkelsbühl mit dem ganzen Kopfsteinpflaster.
bin erst an der Stadtmauer entlang, ja, und dann musste ich wieder rein, Fahrradweg gesehen und mit lauter Konzentration aufs Kopfsteinpflaster habe ich wohl irgendeine Abbiegung übersehen. Und jetzt sind wir in der Prärie. Genauso schlimmer Weg wie Kopfsteinpflaster bergab und ganz grober Schotter. Halbe Schrittgeschwindigkeit und schüttelt's durch. Jetzt hoffe ich, dass das wie auf meiner Karte eingezeichnet da rechts dann runter geht zum Fahrradweg wieder. So war es dann auch. Unten sind wir wieder auf den Radweg gekommen nach Schillingfürst. Nachdem ich wusste, dass der Wasserradweg nach Schillingfürst geht, habe ich mir nicht viel Gedanken gemacht. Wir haben dann ein nettes Quartier bei ganz netten Leuten wiedergefunden, super toll. Und da habe ich dann festgestellt, dass der Wasserradweg ja eigentlich durch Feuchtwangen geht und wir Richtung Schillingfürst den Graden an der Wörnitz entlang genommen haben. Jetzt war das aber so schön an der Wörnitz entlang und so schön eben, dass ich gedacht habe, ich bleibe da, und Patschi hat es auch gefreut. Sind wir also an der Wörnitz entlang statt durch Feuchtwangen. Wetterbericht für den nächsten Tag ist auch vielversprechend.